Hallo, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zurück zum Neo Geo Pocket Color. Entschuldigung, junge Dame, ich wollte dir nicht ins Wort fallen. Könnte aber auch Junge gewesen sein, ich weiß nicht. Wir spielen Rockman Battle and Fighters, wo wir doch erst ein paar Prügler hatten diese Woche. Gibt's heute noch einen Prügler oder einen Schießer? Shoot 'em up? Ich weiß es nicht so genau. Ich weiß auch nicht, was das bedeutet und wer die junge Dame dort unten im Bild ist. Ich wähle einfach mal hier das Rote aus. Power Battle, Power Fighters. Oh, Power Battle. Dann nehmen wir doch mal den hier. Und wählen Stufe 1 oder 2 aus. Und jetzt wird, glaube ich, per Zufall bestimmt, wo wir kämpfen. Dort in dieser Wolkenlandschaft gegen den Heatman. Okay. Warum nicht? Warum das wieder anfangen? Ah, Feuer wirft er. Ja, und das ist dann halt der ganze Kampf hier. Wenn er sich halt ein bisschen aufpassen muss, dass der mich nicht erwischt, der Vogel. Ich kann auch so sliden. Bringt das was? Bin mir nicht so sicher. Oder nochmal. Ich glaube nicht wirklich. Das Teil da ist auch überhaupt nicht im Weg, also überhaupt nicht. Ah. Und so kann ich natürlich schneller ausweichen, ist klar. Komm, den machen wir doch platt hier. Ich werde doch gelacht. Das Spiel ist genauso schwer wie jeder andere Mega Man Teil auch. Aber ich habe tatsächlich meinen Kampf gewonnen. Wahnsinn. Das habe ich selbst in der Probeaufnahme nicht geschafft. Hooray! Ja, weiter zum nächsten Platz. You got new weapon. Atomic Fire. Okay. Ich nehm's. Ich bin mir auch nicht so ganz sicher, was passiert, wenn wir alle Welten schaffen. Und jetzt in der Eislandschaft gegen wen? Natürlich gegen Iceman. Wen auch sonst. Dann wird es wahrscheinlich zum Endkampf kommen, wenn wir alle Welten geschafft haben. Und wo ist meine neue Waffe? Ach, ist ja nett, dass ich mit der Energie aus dem Vorkampf anfange. Ja, ich habe leider noch nicht herausgefunden, wo meine Waffe sein soll. Atomic Weapon. Drück schon alle Tasten. Was denn jetzt? Ja. Let it snow, let it snow, let it snow. Das war's wohl. Aber ich glaube, es gibt ein Continue. Ja. Probieren wir das gleich nochmal. Oh. Das ist schön. Jetzt macht er. Hä? Okay. Warum bin ich denn jetzt eine andere Figur? Ein sehr merkwürdiges Spiel. Japaner halt. Komm, paar Treffer noch, dann haben wir ihn. Gut, das ist soweit natürlich fair, dass man hier Continuous hat. Vielleicht sogar unendlich Continuous, das wäre natürlich gut. Ich bin immer noch Rockman. Allerdings jetzt in Schwarz. Aber ihr Fenster draußen wisst das sicherlich, was da die Unterschiede oder die Besonderheiten sind. Wieso der andere Erscheinungsbilder hat. Den Gutsman. Oh, der sieht gefährlich aus. Ja, der kommt erstmal mit dem Stein angeflogen. Okay. Das ist gefährlich vielleicht. Ah, Atomic Fire. Muss man erst in den Pausenmodus gehen. Das ist natürlich auch ein bisschen merkwürdig. Ist die Waffe aufgebraucht? Ich guck mal, ob ich jetzt noch eine Waffe. Atomic Fire Ice Slasher. Aber der bringt, glaube ich, nicht so viel, oder? Naja, schon.
Na, der... Yes, sehr schön. Ich vermute mal, jetzt bekomme ich seine Waffe noch dazu. Und ungefähr 2 Zentimeter oder 2 Millimeter Energie dazu bekommen. You got a new weapon. Super Arm. Okay, nehme ich. Wow. Geht ja richtig flott voran hier. Eventuell hat man auch nur 3 Continuous. Man hat ja auch 3 Figuren am Anfang zur Auswahl. Jetzt kennen wir übrigens gegen den Cutman. Ja, da cuttet er sich erstmal rein ins Spielfeld. Wo ist er? Achso, der wirft da mit seinem komischen... Ja, was soll das sein? Seiner Sichel. Probieren wir mal den Superarm. Ah, das war's leider schon wieder. Mal sehen, welche Form wir jetzt annehmen. Also schon ein ganz nettes Spielchen, ja. Wenn auch ein bisschen sehr schwierig. Jetzt bleiben wir hier, die schwarze Figur. Will ich doch nochmal... Oh nein, ja okay, durch das Continuum habe ich jetzt keine weiteren Waffen. Solange der nur so dumm hier rumspringt, ist alles in Ordnung. Da verhält er sich natürlich jetzt nicht gerade klug. Aber, ich meine, schaut mal, wie häufig wir den treffen müssen mit der normalen Waffe. Ist ja Wahnsinn. In Ruhe, Cutman. Oh oh. Komm, gib auf. Ich gewinne doch sowieso. Bitteschön, geht doch. Auch interessant, dass uns die Score erhalten bleibt nach einem Continue. You got new weapon, Rolling Cutter. Immerhin. So, 2 Welten noch. Gucken wir mal, was in dieser Welt wartet. Crashman. Okay. Meinetwegen. Komm her, Crashman. Superarm. Komisch, jetzt haben wir Superarm wieder. Trotz verlorenen Kampf. Superarm. Halt, 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 halt. Atomic Fire. Die Waffen haben wir jetzt auch noch. Okay. Halt, 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 halt. Der ist schwierig, der Typ. Was haben wir denn noch? Rolling Cutter. Probieren wir den nochmal aus. Ah! Sogar mit Shortcuts hier am Level. Wie praktisch. So kriegt man den Gegner schön runter. Dann haben wir jetzt noch eine Welt. Vor der allerletzten Welt. Schauen wir uns hier mal an. New Database Entry. Okay, meinetwegen. You got new weapon, Crash Bomb. Jetzt kämpfen wir gegen Woodman. Okay, da könnte das Atomic Fire helfen. Feuer gegen Holz. Ne? Haben wir denn noch Atomic Fire? Ja. Okay. Toll, jetzt haben wir keine Waffe mehr. Warum das denn? Das war doof von mir. Naja, gut, ich würde sagen, das war es auch gut sein. Jetzt wäre schon gerne gut, was an der letzten Welt auf uns wartet, aber wahrscheinlich wird Dr. Wily auf uns warten.
Naja, sehen wir vielleicht irgendwann ein anderes Mal. Das war Rockman Battle and Fighters. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bye bye.